So, Okara haben wir gesagt. Haben wir dafür schon einen Stein, einen Teleportstein? Das könnte sogar sein. Wir haben den ersten Teleportstein, glaube ich, überhaupt da gefunden. Ach nee, wir haben von Ardea haben wir den ersten Teleportstein. Gold wert 280 Tacken. Und es ist definitiv Zeit für einen Witz. Den letzten heute offenbar, weil wir noch einen haben. Eine Arschbacke zur anderen. Fängt schon super an. Du, wir sind jetzt schon so lange zusammen. Sollten wir nicht vielleicht mal heiraten? Die andere Arschbacke erwidert. Nee, lieber nicht. Wir trennen uns doch wegen jedem Scheiß. Okay, das ist nicht schlecht. Ja. Gut, das war's auch schon wieder. Danke, Jugo, für die lustigen Witze. Ach, wir haben noch einen. Nee, das war's mit der Gurke. Mit der Rude Gurke. Nett. Vielleicht werde ich mal irgendwann meinen lustigen Witz erzählen, der mein Lieblingswitz ist. Das ist auch, glaube ich, der einzige, den ich... ist eigentlich gelogen. Das ist nicht der einzige, den ich beherrsche, weil ich beherrsche ihn überhaupt nicht. Ich muss ihn jedes Mal ablesen, weil ich sonst irgendwie alles falsch mache. Gesundheit. Deswegen werde ich ihn später mal vorlesen. Mit Okara, warum lange nicht mehr? Werde ich angegriffen? Miliz. Ich habe gerade gelesen. Alice. Offenbar nicht. Boah, Alter. Hör bloß auf in der Scheiße. Zuverlässiger Rebell. Und du bist heißen Helm mit. Rebell mit hässlichen Helm auf. Rebellenveteran. Cool. Hat ein bisschen was von Metro 2033, nicht wahr? Neuling. Mach hier keinen Ärger, klar? Sagt mir der Neuling, ey. Bist du Cliff? Hier bist du nicht. Du bist Mannig. Aber vielleicht ist Cliff derjenige. Ah, guck. Wegen eures Männermangels. Ein Schürfer namens Owen ist ganz heiß darauf, bei euch mitzumachen. Immer her mit dem Mann. Gute Arbeit. Ja. Zeig mir deine Waffen. Keine Ahnung, was das mit Owen auf sich hatte, aber schön. Eine Crawler-Rüstung. Anforderung, ja, geschickt. Das habe ich schon. Schutz. Vor Geschossen 50, vor Zerschmettern 70, vor Klingen 70. Kann dir doch egal sein. 50, 70, 70. Ja, haben wir jetzt auch schon. Was würde es denn kosten, nur mal so spaßenshalber? Ich meine, es ist keine Verbesserung für uns. 18.000 können wir uns tatsächlich leisten, mache ich natürlich nicht. 10.000 Gold, noch Langschwert und Rubinklinge. Und das war's, was du so hast. Obwohl, du kannst die Schmiedeutensilien verkaufen, wenn ich das will. 162 für einen Rohstahl. Muss ich kurz noch was gucken. Wenn ich einen Rohstahl... Also, was brauche ich denn für ein... Ja, Rundschwert nicht unbedingt. Dafür brauche ich einen reinen Erzrohling. Nordmarschwert brauche ich normalen Erzrohling. Langschwert. Eisenerz, Erz und Rohstahl. Ich hätte gerne mal ein Langschwert. Dann hätte ich gerne mal den Herrn Malik. Zeig. Herr Malik. Und ich würde gerne dieses Langschwert verkaufen. Für 700 Gold. Würde ich mal sagen. Hätte ich gerne mal die. Schmiede mal so ein paar Schmiede. Paar Schwerter. Langschwert. Nordmar. Brauche ich dafür auch mal einen richtigen Rohling nochmal? Nee, Rüstung. Nee, Rundschwert ist das. Schwertelemente, ja, schön wär's. Lexilelemente und Erzzange. Eine Erzzange. Wo bekomme ich verdammte Erzzange her? Zweihänder. Brauche ich zwei Rohstahl? Was bekomme ich denn für jetzt? Warte mal, zwei Rohstahl einfach. Nur zwei Rohstahl? Ich bekomme 500 Gold. Und für das Langschwert bekomme ich 2500 Gold. Da bleibe ich doch dabei. Spiele jetzt einfach mal 50 davon. Handy kann ich gar nicht. Ich habe ja nur 110 Eisenerzbrocken im Inventar. Spiel ich einfach mal 15 davon. 15 davon. 15. Am besten du hältst dich da raus. Ja. Und verkaufe ich gleich wieder an dich. Also so viel Geld hast du wahrscheinlich gar nicht. Ist das dein Ernst? Ja, es ist mein Ernst. Hier, nimm mal ein bisschen davon. Auch wenn ich nur 700 pro Stück kriege. Ach nee, das ist genug Geld. Wunderbar. 10.500 und ich bekomme mal eben 10.000 Gold dafür. Nett. Hat zwar jetzt gerade ungefähr 4.000 Gold ausgegeben dafür, für die Rohlinge, aber 6.000 Gold gut gemacht. So kann man als Spiel ganz gut arbeiten. Natürlich haben wir auch noch etwas Verlust gemacht durch die Eisenerzbrocken. Muss man durchaus sagen, weil die klaue ich ja eh aus der Wand. Spurenleser. Truhe, die mir egal ist. Warte mal. Ich wollte doch gar nicht nach Okara, ich wollte nach Nemora, kann das sein? Ich wollte nach Nemora. Okara war ja hier oben.
Ja, Entschuldigung. Aber schön, dass wir kurz hier waren und uns die Kram angeguckt haben. Nemora wird mit N geschrieben, habe ich gehört. Ja, genau. Beim Baum. Wusch. Hüstel. Ja. Hinter mir, genau. Nemora war das große Loch, wo es dunkel geworden. Ich weiß, Mann, ich weiß. Ich bin doch doof, ich bin doch völlig falsch, ich bin schon wieder falsch. Ja. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ja, was gibt's denn noch so für ein Reddock? Hieß das Ding Reddock? Das hätte er doch besser wissen müssen. Entschuldigung. Tschüss. Ach, hätte ich gleich mal die Urviecher besiegen können, mir gerade so ein. Die immer noch rumlaufen und mir ein bisschen Ruf geben könnten für wahrscheinlich die Rebellen und oder Reddock. Ich glaube, Reddock war ja schon mal 75 Ruf, weil er mir ja schon gesagt, wer ihr Chef ist. Was ich übrigens schon wieder vergessen habe, nebenbei gesagt. Ich kann mir immer noch überlegen, ob ich noch irgendwelche Lager langsam mal vernichte. Hier bin ich endlich mal richtig. Ob ich irgendwelche Rebellenlager vernichte. Jetzt hier das zum Beispiel würde sich anbieten, weil hier habe ich glaube ich nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Oder ob ich keine Ahnung was mache. Irgendwelche Städte langsam anfangen zu vernichten oder zu befreien. Khabdun zum Beispiel. Gelfort. Ach stimmt, mit Gelfort sollte ich noch über ziemlich alles mögliche reden. Hier sind noch einige Aufträge offen. Also, Rocco ist zumindest schon mal tot. Rocco ist tot. Nein, nein, wo war er? Er war in Faring. Er ist in der Sklaverei gestorben. Diese verdammten Orks. Ich bringe sie alle um. Jeden von diesen Bastarden. Ich lasse ihn jetzt besser allein. Nein, wir quatschen ihn noch ein bisschen voll. Bin ich jetzt vertrauenswürdig? Bin ich jetzt vertrauenswürdig? Ja, ich denke schon. Finde die verlorenen Freunde. Wie kannst du mir deinem neuen Freund helfen? Wie kannst du mir deinem neuen Freund helfen? Tja, wir sind hier in einem kleinen Lager. Wir haben nur einen kleinen Vorrat an Waffen. Dann gib mir alle. Rüstungen musst du dir erst verdienen und dann natürlich bezahlen können. Aber vielleicht habe ich etwas, das für dich wertvoller ist als ein altes Schwert oder eine dünne Lederrüstung. Ich bin ganz Ohr. Vor einiger Zeit, noch bevor die magische Barriere um Vengard aufgebaut wurde, habe ich einem Ritter das Leben gerettet. Mhm. Daraufhin hat er mir geschworen, wenn ich irgendwann seine Hilfe bräuchte, wäre er für mich da. Soll ich ihn herbringen? Nein, lass mich ausreden. Suche Ritter Tordir innerhalb der magischen Barriere. Er muss dort sein, wenn er noch lebt. Sag ihm meinen Namen und dass es Zeit wird, diese Schuld zu begleichen. Fordere sein Versprechen ein. Verstehe. Interessant. Die Frage ist nur, lebt Ritter Tordir noch oder war es einer, der gestorben ist? Ist aber interessant, mal nachzuforschen. Zeig mir deine Ware erstmal. Oh, da habe ich schon jede Menge Mist verkauft. Oh mein Gott, habe ich dir jede Menge Mist verkauft? Oh ja, das habe ich. Oh, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr Mist dazu, würde ich sagen. Ich habe gerade gesehen, dass du noch irgendwelche Kelche hast. Auch die kann ich dir noch geben. Hier 5 Stück. Goldring. Trollfälle will ich behalten. Wildschweinfälle will ich aus irgendeinem Grund behalten. Ja, ganz ehrlich, das kann ich auch irgendwie erst behalten. Muss jetzt auch nicht ewig hier rumgucken. So, aber ich suche einen anderen Mann eigentlich. Dich nicht. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Miliz? Nein. Eifriger Rebell? Moment. Eben diesen Loch irgendwo. Nein. Nein. Hast du euch irgendwas Neues zu sagen? Du Warenmensch, du kannst mir Fläschchen verkaufen und du hast 7000 Gold. Okay, das nehme ich mal hin. Goldausgleich tauschen. Ach, warte mal, ich kann gerade mal hier den Erdtrank herstellen schon mal. Elixier der Erde, genau. Dazu fehlen mir die Zutaten. Was? Was fehlt dir? Mir fehlt ein Schwefelbrocken! Das ist ja wohl ein Scherz. Hast du gerade Schwefelbrocken mal zur Hand? Zeig mir deine... Ja, aber halt die Klappe dabei. Hast du nicht... Ich hatte mal tausende von Schwefelbrocken. Verkauft habe ich sie. Verscharbelt an irgendwelche dummen Orks. Aber diese Kiste wollte ich mir irgendwann mal, glaube ich, angucken. Eine alte Truhe, nicht wahr? Ja, ja, ja. Ich würde sagen, da speichere ich ganz kurz mal. Ich habe mittlerweile auch Herausreden, Stufe 1 oder sowas in der Art.
und könnte mir durchaus mal so das eine oder andere anreichen jetzt mal in irgendwelchen Lagern. Gerade wenn ich solche alten Truhen sehe. Warte mal, was haben wir denn hier für dich? Wir haben bestimmt einmal Schlaf für dich. Das ist vergessen. Das ist Schlaf. Wir haben nur dreimal Schlaf. Ja gut, einmal für gehen. Gute Nacht. Ja, sieht keiner. Was haben wir hier? 39 Pfeile, 8 Goldmünzen, einmal Schmuck, ein Richtstab. Nett. Ein Trank gegen Krankheiten, ein Verwandlungstrank und 5 Äpfel. Fantastisch. Hast du noch irgendwas dabei? Ach nee, ich kann nicht plündern. Na gut, dann hat es keiner gesehen. Hallo Miliz. Wer bist du, Mario? Zeig mir deine Ware. Ach, du bist der Dieb gewesen, oder? Ja, du hast Dietrich, also bist du auch der Dieb, genau. Es ist eine gute Spitzhacke. Es ist eine gute Spitzhacke, die hätte ich ganz gern mal. Das ist ein guter Hammer? Nee, ist ein Spielehammer. Dann lasse ich ihn mal da. Goldausgleich tauschen, danke. Nee, pennen will ich jetzt gerade nicht. Obwohl es eigentlich gar nicht mal so dumm wäre. Aus Schaden wird man klug. Und du bist auch unwichtig. Aber egal. Genug gequatscht, ich will runter zu möglicherweise Cliff. Der mir, glaube ich, schon mal irgendwann das Schmieden so ein bisschen beigebracht hat. Wer ist von euch Cliff? Hast du nichts zu tun? Hallo? War ja nicht mein Schmied? Ich penke kurz mal eine Runde, vielleicht ist er ja irgendwo untergetaucht, das ist irgendwie nachts oder irgendwas in der Richtung, ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ich will Cliffs Gehämmer hören. Der offenbar nicht hier ist. Du bist Cliff. Stimmt es, dass du früher Goldschmied warst? Stimmt es, dass du früher Goldschmied warst? Oh ja, das war ich. Einer der Besten in ganz Myrtana. Aber das ist lange her. Könntest du dir diesen Ring einmal genauer anschauen? Warum eigentlich nicht? Gib ihn mal her. Was genau soll ich mir denn anschauen? Die Gravur ist nicht mehr gut zu erkennen. Zeig mir deine Ware. Ich habe dich bestimmt nicht verklickt. Nein, nein. Langschwert, Zweihänder, Klingenbolzen. Ist mir alles egal. Hier. Die Gravur ist nicht mehr gut genug zu erkennen. Ich möchte wissen, was dort draufsteht. Kannst du denn diese Sprache überhaupt lesen? Ein Freund aus dem Kloster der Feuermagier wird mir schon dabei helfen. Na schön, ich werde dir die Gravur wieder freimachen und die fehlenden Symbole ergänzen. Weil du die Sprache lesen kannst, offenbar. Aber du musst mir schon sagen, was ich an die freien Stellen schreiben soll. Gute Frage, ich muss aber mit meinem Freund reden. Gute Frage. Da muss ich wohl mal mit meinem Freund reden. Tu das. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die verschmutzten Stellen. Okay, ich spüre, dass ich mich gleich nochmal zurückteleportieren muss in das Kloster. Ach, ist das schön. Ja, ganz ehrlich, machen wir das eben mal ganz kurz. Entschlossen. Feuerkloster. Nee, ist Feuerclan. Das ist Belia. Inos Schrein und Kloster, ganz genau. Und wusch, eine weite Reise wiederum zurück in den eisigen Norden. Und keine Sorge, ich habe die Großvater-Quest nicht vergessen. Damit werden wir gleich in der ersten Episode, der ersten Minute der ersten Episode am morgigen Tag beginnen. Aber jetzt, wo ich schon mal das hier mache, wo ich schon mal gerade ein bisschen dabei bin, das vergesse ich jetzt wieder, ich kann es natürlich auch aufschreiben, aber ich mache gerade mal, weil es schon mal schön, ganz schön ist, mal so einen längeren Handlungsstrang zu haben. Und der ist schon ziemlich lang hier. Und danach würde ich ganz gerne noch, was ich eigentlich hätte vorher machen sollen, nochmal zurückgehen nach in die Hauptstadt und gucken, ob in der Ritter mal irgendwas Cooles gibt. Vielleicht ein Schwert wahrscheinlich. Ach scheiße, der redet jetzt erstmal eine halbe Stunde mit mir wieder. Na gut, muss wohl sein. Der Schmied Cliff hat sich des Rings angenommen. Der Schmied Cliff hat sich des Rings angenommen. Ich will jetzt schon nicht mehr. Schön zu hören, dass du ihn gefunden hast. Allerdings muss ich ihm jetzt Vorschläge für neue Symbole bringen. Ja, ich verstehe dein Problem. Da der Ring zweifelsfrei magische Eigenschaften besitzt, sollten wir diese für deine Zwecke benutzen. Ja, fallen dir spontan Runensymbole ein oder musst du dafür erstmal 3 bis 4 Wochen nachdenken? Fallen dir spontan Runensymbole ein? Ich schreibe nur selten solche Symbole.
und kann gerade mit keiner nützlichen Rune dienen. Was kannst du überhaupt? Gib mir bitte ein paar Stunden Zeit, natürlich, damit ich nach nützlichen Symbolen und Runenschriften suchen kann. In Ordnung. Lass dir Zeit. Machst du ja eh. Danke für die Suche nach den Runensymbolen. Ja, gut, dann lasse ich halt ein paar Stunden Zeit. Wo willst du hin? Geh in die Bibliothek und such danach. Oliver, was machst du so? Achso, nichts Besonderes. Feuerclan-Händler. Das Gefühl, du bist der Händler des Feuerclans. Bin mir aber nicht so ganz sicher, weil du hast auch den Namen dafür. Du kannst Erzpfeile herstellen und dann wird das Rezept dafür geben. Rubinklinge, Barbarenstreitaxt, El Bastardo. Und Erzpfeilhändler. Mhm. Was ist das? Der El Bastardo. 24.750 Gold kostet es normalerweise. Alter Schwede. Dagot. Mach was. Mach irgendwas Gutes. Hayden. Nein. Gab es nicht auch noch einen richtigen Händler, der mir vielleicht Schwefel verkaufen könnte? Du vielleicht? Enostian! Zeig mir deine. Und gib mir Schwefel. Du hast keinen Schwefel. Nichts hast du. Nichts hast du. Unnütz bist du. Pfui. Gut. Pennen wir einfach mal bis morgen. Hoffen, dass die paar Stunden ausreichen, um ihn dazu zu bewegen, zwei oder drei Dinge zu schreiben. Altus. Ich will zu Aninnos beten, hm? Mit Sicherheit will ich das nicht. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Zurück zu Dagot gehen. Nein? Ja. Wie sieht es mit den Symbolen aus? Wie sieht es mit den Symbolen aus? Ich habe ein paar von ihnen hier aufgeschrieben. Sei doch so gut und bring das Schreiben zu Cliff. Lies es dir aber bitte auch durch. Du solltest wissen, zwischen welchen Kräften du wählen kannst. Verstehe. Entschuldigung, ich schlag mich gerade, damit ich bei dem Gespräch mit Dagot wach bleibe. Ja, schön, dann habe ich gerade irgendwas bekommen, irgendeinen Brief von Dagot, den ich jetzt auch mal hätte lesen sollen gerade, aber habe ich natürlich nicht getan, weil ich so unglaublich clever bin. Finden wir schon noch. Vielleicht ist irgendwas mit Dagot. Nö. Alis Tagebuch. Nein, Angers Zettel, Artefakte, bla bla bla. Angers Zettel. Ach ja, genau. Assassinenstadt, bla bla bla. Befehle Ardea, Befehle Erzschmelze. Ja, Herstellung von Waffen. Vielleicht finde ich aber Xalas, diese reine Erzzahl. Kann auch sein. Blutiger Sperrbericht, blutiger Zettel, Blutverschmerzzettel, Brief als nein, nein, nein. Du musst aufpassen, dann musst du es nicht. Fischfang, General Lee, Grothas Vorposten, Großvaters Erbe Teil 2. Ja, das werden wir machen. Ja, Johns Notizen zweimal. Landgang, Liste mit Runensymbol. Ah, die erste Runenreihe besteht aus massiven, fettgeschriebenen Symbolen. Dies sind Kriegssymbole eines mächtigen Kriegsherrn. Er war übermenschlich stark und man sagt ihm ewig gute Gesundheit nach. Also wird es wahrscheinlich Gesundheit und Stärke geben. Etwas, was ich durchaus gut finde schon mal. Die zweite Runenreihe besitzt eine Vielzahl von dir unbekannten Runen. Priester, Gelehrter oder Magier dienen dem Erhalt des Wissens und der magischen Existenz. Diese Symbole verkörpern das Streben nach einer höheren Ebene. Also wahrscheinlich gibt das Ding älteres Wissen, altes Wissen oder sowas. Und die dritte Runenreihe gibt wahrscheinlich sowas wie Jagdgeschick. Er besteht aus sehr elegant gezeichneten Symbolen. Elegant und Gesanz und Geschicklichkeit hat sowohl alten Schreibern wie auch Kämpfern große Dienste erwiesen. Diese Runen erzählen von einem Meisterdieb, der es vorzog, einen Brief als Merkmal am Ort seines Verbrechens zu platzieren. Mhm. Will ich also mehr Stärke oder will ich geschickter werden? Ich finde eigentlich gerade momentan das letzte reizvoll, weil Stärke, ich bin schon recht stark. Obwohl, ich finde eigentlich das erste eher reizvoll genau genommen, weil Stärke kostet mich am meisten Punkte, um das zu... Ich kann es einfach nehmen, währenddessen mich schon mal wegteleportieren. Weil Stärke, Moment, Redock, genau. Stärke zu erhöhen kostet mich ehrlich gesagt am meisten Lernpunkte. Nicht, dass ich diese Nummer irgendwann ausgeben würde, aber theoretisch würde mich Stärke am meisten Lernpunkte kosten. Weil ich ja über 250 Stärke mittlerweile gekommen bin. Ich glaube, ab 250 Stärke oder sowas kostet mittlerweile 2 Lernpunkte für einen Stärkepunkt, was einfach nur horrend ist. Ein sinnvolles System, um nicht irgendwelche 500 starke Charaktere irgendwie zu erschaffen. Also würde ich wahrscheinlich einen Stärkering nehmen. Man muss aber auch sagen, auch Jagdgeschick, also der letzte Teil des Ringes, kostet mich mittlerweile auch 2 Punkte pro Lernpunkt. 2 Lernpunkte pro Punkt. Von daher... Nee, ich bleib bei Stärke, trotzdem. Hier ist ein Schreiben von meinem Freund aus dem Kloster. Hier ist ein Schreiben von meinem Freund aus dem Kloster. Ach, Stärke gibt ja auch Gesundheit. Gesundheit ist gut. Die Symbole sind dort aufgezeichnet. Na, dann lass mich mal sehen.
Irgendwie ergeben die keinen Sinn. Bist du dir sicher, dass dein Freund weiß, was er da gezeichnet hat? Mit den Ecken nach oben halten. Habe am Anfang auch nicht gewusst, wie herum ich die Symbole halten muss. Ah, jetzt sieht es schon besser aus. Mein Gott. Und welche Symbolreihe möchtest du auf dem Ring haben? Ich hätte gern die oberste, genau. Ich nehme die oberste. Eines der Symbole kenne ich. Das da ist das Zeichen der Stärke. Ja, wie lange wirst du diese Runen brauchen? Wie lange wirst du für diese Runen 14 brauchen? 14 Wochen! Nicht sehr lange. Ich habe in deiner Abwesenheit bereits den ganzen Schmutz entfernen können. Gib mir mal 2 Stunden und der Ring sollte fertig sein. Das ist doch ein Deal. Da haue ich mir kurz 2 Stunden aufs Ohr. Oder bis zum Mittagsschlaf oder irgendwas in der Richtung. Ja. Genau, das müssen 2 Stunden dann reichen. Also, theoretisch müssten eigentlich 6 sein. Raffier! Kümmere dich besser um deinen Kram. Du hast einen schönen Bart, Raffier. Übrigens ein relativ individuelles Aussehen dafür für Gothic 3 Verhältnisse. Du hast sowohl eine Bandage als auch einen richtigen Kopf. Also mit einem individuellen Gesicht. Finde ich cool. Cliff? Ah ja. Ich sehe den Ring schon glänzen. Ich sehe den Ring schon glänzen. Ein prachtvolles Stück, nicht wahr? Wirklich, hervorragende Arbeit. Massiv veredelter Ring. Tja, da hat sich der alte Cliff noch einmal so richtig ins Zeug gelegt. Cool. Was bin ich dir schuldig? Was bin ich dir schuldig? Ach, weißt du, ich möchte ja nur ungern etwas von dir annehmen. Aber ich hätte gern 300.000 Gold. Aber wenn du vielleicht einen Schnaps oder eine Flasche Wein hättest, ach, besten Willen, da hätte ich nichts dagegen. Ganz ehrlich, hier, lass dir diesen Schnaps die Kehle runtergleiten wie flüssiges Feuer. Lass dir diesen Schnaps die Kehle runtergleiten wie flüssiges Feuer. Oh, das werde ich. Neue Erfahrung dafür, nur für den Schnaps, geil. Aber doch nicht gleich alles auf einmal. Du Dummerchen. Das war wohl etwas zu schnell. Mir wird auf einmal so komisch. Setz dich doch am besten in den Ofen, das ist immer super. Weißt du was, weil du so nett bist, gebe ich dir noch, wo ist das? Wein. Nee, das ist Schnaps. Wo ist Wein? Wein. Nordmarer Nebelgeist bekommst du nicht. Was davon ist Wein? Trank der Jagd? Das muss eigentlich relativ viel sein, was ich habe. Nordmarer, ich hab doch bestimmt Wein. Bier. Nein. Schnaps. Nein. 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 Bin ich doof? Wein! Da, 45. Da, nimm einen davon. Ich hätte gern einen Klingenbolzen. Ah, ich kann es nicht tauschen. Schade, ich hätte gehofft, dass ich ihm einfach so das Ding geben kann, für nichts, aber das geht offenbar nicht. Schade, schade, schade. Muss kurz noch mal gucken, weil ich den Namen vergessen habe. Und zwar wollen wir uns jetzt wieder in die Hauptstadt begeben, nach Vanguard, natürlich, Vanguard. Und mal diesen Paladin ansehen zum Ende des Tages. Vielleicht hat er irgendwas Geiles für uns. Mal sehen. Vanguard, ja genau. Und wusch, was übrigens ganz total dumm war, weil ich ja eigentlich, ach, Mist. Ich hätte doch eigentlich auch mich da rechts zur Kirche teleportieren können. Das mache ich jetzt kurz mal. Dürfte nicht so lange dauern hier, weil ich ja gleich hier vorne bin. Ist das hier Robert? Genau, Robert der Zweite. Und wusch! Ja, geht ganz schnell. So, befreiter Hirte. Befreiter Sklave. Hat einer von euch. Ach, na genau, wir brauchen ja den Ritter. Ritter? Nein. Keldran! Nee. Ich will dir keine Waffen besorgen. Allgemein, die ganzen Waffen würden mich immer irgendwie verteilen. Händler, hast du Schwefel vielleicht? Nein. Das hast du wohl nicht. Ich habe ehrlich gesagt den Namen schon vergessen. Irgendwas mit Torgrim? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Feuermagier, königlicher Gardist, Rober, noch ein Ritter. Der treibt sich wahrscheinlich irgendwo im Burghof rum oder noch im äußeren Ring, also im inneren Ring, genau genommen. Bloß auf mit der Scheiße. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Was geht mit euch? Ich hoffe, dass er also nichts gegen homosexuelle Liebe, aber musst du ihn dann gleich in deinen Schüssel in den Bauch stecken? Ist das irgendwie so ein besonderer Fetisch oder irgendwas in der Richtung? Also es sah ganz am Anfang so aus, ob sie sich umarmen würden, was ziemlich geil ist eigentlich. Also ich mach gleich mal einen Screenshot, warte mal. Hier, Druck. Hervorragend. Was kann denn schon groß? Wieso mach ich eigentlich einen Screenshot? Ich mach gerade ein Video davon, ich Idiot. Ist egal. Es sieht echt aus, als ob sie sich umarmen würden. Ist eigentlich ganz niedlich.
Der hat auch schon eine ziemlich lange und steife Stange und jetzt gehe ich, weil er jetzt doof war. Ja. Nein, ich bin doch ganz lustig. Ritter, Gardeveteran. Ich hoffe nicht, dass der auf irgendeinem Rang rumsteht. Ich gucke lieber mal vorher draußen. Koblin, Ritter. Nein. Gardeveteran. Du. Da ist er, Tordir. Du siehst aus, als wärst du ein Ritter mit einer unglaublichen, mit einer unbeglichenen Schuld. So. Du siehst aus, als wärst du ein Ritter mit einer unbeglichenen Schuld. Wie kommst du denn da drauf? Ich bin gut im Raten. Und kenne Gelfort. Du kennst Gelfort? Wo ist er? Ich habe ihm tatsächlich ein Versprechen gegeben und will es endlich einlösen. Wenn du durch die magische Barriere kommst, sage ich dir, wo er ist. Ich habe mich zu sehr an sie gewöhnt. Ich sehe sie schon gar nicht mehr. Es gibt keinen Grund mehr, auf der Suche nach ihm zu sein. Ist er tot? Nein, aber er hat mich geschickt, das Versprechen einzufordern. Allein die Tatsache, dass er dir davon erzählt hat, spricht für dich. Was kann ich für dich tun? Das weiß ich gesagt nicht. Was kannst du mir anbieten? Anbieten? Nein, so läuft das nicht. Du sagst mir, womit ich meine Schuld begleichen kann. Was könnte deine Schuld bei Gelfort begleichen? Was könnte deine Schuld bei Gelfort begleichen? Als Gefährte nützt du mir hier drin nichts. Das ist richtig. Das ist wohl wahr. Auch wenn es mich ein wenig kränkt, dass du das so offen sagst. Es wird wahrscheinlich auf etwas hinauslaufen, das du auch durch die Barriere mitnehmen kannst. Deine Liebe. Du hast doch einen Teleporterstein, oder? Ja, habe ich. Ich wäre nicht mehr am Leben, wenn ich es ohne probiert hätte. Das stimmt. Also beschränkt sich das Versprechen auf zwei Dinge. Materielles und Informationen. Und Emotionales. Oder Informationen über Materielles. Nun, an was hast du gedacht? Ja, das habe ich. Hör mir genau an was hast du gedacht? Ja, das habe ich. Schön. Den ich trage, kann ich dir nicht geben. Okay. Allerdings habe ich meinem Bruder einen Ritterschild zur Aufbewahrung gegeben. Hoffentlich macht er damit keinen Unsinn. Wo kann ich deinen Bruder finden? Nun, das wird etwas schwieriger. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo er momentan steckt. Natürlich hast du das nicht. Kommen wir nochmal zu deiner unerledigten Schuld. Genau. Ja, ich weiß. Das hilft dir natürlich nicht weiter. Ich muss überlegen. Komm später nochmal wieder. Oh Gott. Vielleicht fällt mir noch etwas ein. Was soll ich so lange machen? Hilf den Leuten hier. Oder rede mit dem König. Sehr viel Auswahl hast du ja nicht. Obwohl... Warte, ich hab's. Also, weißt du jetzt, wo dein Bruder ist? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Woher soll ich wissen, was mein Bruder da draußen macht? Ich habe mich an eine Person erinnert, die möglicherweise den richtigen Tipp für dich hat. Willst du mich verarschen? Dann will ich mal hoffen, dass du dich nicht irrst. Sonst komme ich wieder. Und dann reden wir erneut über dein Versprechen. Kurz vor meiner Versetzung nach Vengard waren mein Bruder und ich natürlich in Nordmar. Bei einem der Clans. Bei welchem? Den Namen habe ich vergessen. Aber es gab dort eine Vulkanschmiede. Okay. Wir haben mit einem der Schmiede geredet. Du solltest es bei denen versuchen. Besser als nichts. Willst du mich? Ich werde mich bei den Clans in Nordmar umhören. Mit einem der Schmiede in Nordmar? Moment mal. Hammerclan. Du hast mir gar nicht gesagt, wie dein Bruder heißt. Ja, das ist witzig, weißt du. Ich weiß es nicht mehr. Ich hasse dich. Kurz nach der Stürmung von Vengard durch die Orks bin ich von abstürzenden Turmbrocken getroffen worden. Zu Recht wahrscheinlich. Ich lag eine Zeit lang unter Steinen begraben, bis mich die Jungs rausgezogen haben. Klingt bestimmt total verrückt, aber ja. Ich habe kurzzeitig sogar vergessen, wie ich das Schwert richtig halten muss. Das ist sehr geil. Wie kommt mir das finde ich richtig gut, wirklich. Ach, bevor ich es vergesse, kannst du mir Bescheid geben, wenn du meinen Bruder gefunden hast? Vielleicht. Das finde ich richtig geil, muss ich sagen. Diese Anspielung nochmal auf den Übergang von Gothic 1 zu Gothic 2. In Gothic 1 am Ende wurde man ja begraben von Steinbrocken, was man zwar nicht gesehen hat in Gothic 1, aber es war offenbar so bei Gothic 2 zumindest gesehen am Anfang. Und Xaz hat einen rausteleportiert und alle haben sich irgendwie geistig abgefuckt darüber, dass sie halt in Gothic 1 den Helden die ganze Zeit hochgelevelt haben und sonst was gelernt haben, ewig lange. Und es hat ja relativ lang gedauert und hat auch viel Spaß gemacht zwar. Und in Gothic 2 fängt man damit offenbar von vorne wieder an. Also offensichtlich, das haben wir ja schon mal festgestellt.
und weiß noch nicht mal, wie man das Schwert richtig halten soll im Großen und Ganzen. Lernt nochmal Einheitsschwertkampf und nochmal alles Mögliche. Weil ich konnte man sozusagen nur Regeln von den Piranha-Bytes aus, indem man sozusagen sagt, och, er hat sein Gedächtnis verloren, zumindest seine Fähigkeiten. Er hat zwar sein Gedächtnis immer noch da, er weiß alles noch über den Schläfer, aber er hat seine Fähigkeiten alle verloren, weil er nicht unter Steinbrocken begraben war, wochenlang und nur die magische Rüstung in ihrem Leben gehalten hat, wie man im Gothic 2 in der ersten Folge zum Beispiel sieht. Ja, und in Gothic 3 hat man das Ganze natürlich ein bisschen besser geregelt. Da hat man gesagt, jeder hat schon mal einfach an irgendwie, weiß nicht mehr, 100 Stärke oder sowas. Ja, 100 Stärke, 100 Jagdgeschick und sowas alles. Ja, schon so einen gewissen Grundstock, wisst ihr. Und kann eben auch schon so wenigstens das Schwert richtig halten und so weiter und so fort. Dafür haben sie aber allerdings alle Gegner stärker gemacht und so weiter und so fort. Also, man kann zwar jetzt auch so gut töten, was bei den anderen Spielen immer erst am Ende relativ gut geklappt hat. Aber was ich Scavenger zum Beispiel, die Angriffsreihenfolge von Wölfen, kann man immer noch nicht gut durchbrechen. Aber gut, genug gelabert für heute. Die Folge schon wieder eine halbe Stunde lang. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir nicht nach Nordmar gehen, um diesen komischen Schmied zu befragen, sondern wir werden uns auf Großvaters Quest machen und gucken, also Großvaters Erbe suchen und gucken, ob wir das finden. Da werden wir wahrscheinlich auch noch jede Menge in der Welt rumreisen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis denn dann. Ciao, tschüss.